Herzlich willkommen zum Berliner Rundfunk 91.4 Ampel Männchen Quiz! Wir stehen an der roten Ampel und ich habe zwei Quizkandidaten hier bei mir. Hallo, wie heißt ihr? Katja. Mischa. Hallo, ihr zwei. Wo singen traditionell Fußballfans hier in Berlin einmal im Jahr zusammen Weihnachtslieder? Wo steht der über 3000 Meter große Mount Berlin? Günke, hier kommt deine Frage. Was wird mit einer Berliner Schere geschnitten? Mit einer Berliner Schere? Hallo Berlin, hier ist das Ampelmännchen-Quiz live vom Berliner Rundfunk 91.4 und wir stehen natürlich, wie es sich für ein Ampelmännchen-Quiz gehört, natürlich an einer Fußgängerampel. Und unsere Quizreporterin Helena, die ist gerade schon dabei mit einer Kandidatin, so ein bisschen Trainingslager zu machen. Also das heißt, wenn Sie vorbeikommen können, wir haben nicht nur tolle Fragen hier aus Berlin, sondern auch einen Kaffeestand da hinten und wir haben vor allen Dingen unsere liebe Simone auch hier. Da können wir mal ganz kurz hingehen. Simone! Ja. Facebook Live-Video! Hallo! Das ist Simone, die kennt Facebook. Da ja bestimmt alle. Das ist auch Ron. Hallo! Wie nennt man den in Berlin erfundenen zusammenschiebbaren Regenschirm? Welche Baumart ließ Kurfürst Friedrich Wilhelm neben den Lindenbäumen unter den Linden in gleicher Anzahl pflanzen? In Kanada oder den USA? In der alten Försterei. Jetzt musst du dich entscheiden. USA? Ja, hier bei uns wird schon an allen Ecken gequizzt. Es ist ein richtiges Quiz-Trainingslager hier. Hier kommt die Frage. Welche Bärenart ist das Junge, das an Heiligabend im Berliner Zoo geboren wurde? Ein Tipp wäre, glaube ich, angebracht. Was mache ich denn gerade mit meinem Mund? Ein Schnutenberg, ein Kussbär. Wenn Sie aus dem Haus gehen, Helga, und einen kleinen Schirm mitnehmen, den Sie in Ihre Handtasche stecken. Knirps. Knirps würden Sie den nennen? Ich würde den auch so nennen. Und das ist leider falsch, Nora. Es ist leider nicht richtig, ja. Tut mir leid, Brigitte. Kein Problem, aber hat mir trotzdem Spaß gemacht. Wenn Sie Ihren Mann küssen, ja, wenn Sie den Uwe küssen, machen Sie das mal kurz? Komm her, küss mal. Welches Körperteil benutzen Sie dann denn ist dafür? Das ein Lippenbär. Na mein Gott. Oh. Und meine Antwort auf Ihre Antwort ist, herzliche Gratulation, das ist richtig. Oh Mann. Da freue ich mich natürlich sehr. Hurra. 91 Euro viel für Sie. Und dann noch die Umarmung von Simone Panteley. Oh. Herzlichen Glückwunsch, das ist richtig. Da hat sich das gelohnt. Eine Ampelmännchen-Quizfrage gestellt. Eine ganz ungewohnte Situation, und zwar von Leo. Leo, schieß los. Ja, und zwar eine Frage. Wie alt ist der Kölner Dom? Warte, ich müsste mich kurz noch mal absprechen mit Herrn Google. Die Antwort ist 766 Jahre. Wahnsinn. Und die Grundsteinlegung vom Kölner Dom war 1248, Simone. So kann es gehen. Einmal Berliner Rundfunk 91.4 gehört, gesehen, mitgespielt und gewonnen.